for another. In der Eifel, irgendwo zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel, und ich bin gerade auf dem Weg zum Lebenshof Auenland. Es blättert gerade so ein bisschen. Ja, das ist heute ein Potluck, ein veganes Potluck von der Gruppe Euskirchen Vegan, und ja, ich nehme euch heute mal mit zum Lebenshof Auenland. Ein kleiner Lebenshof in Bad Münstereifel, wo mehrere Tiere leben. Auf jeden Fall sehr viel Hühner, Gänse, aber auf jeden Fall Schweine. Ja, und dann nehme ich euch heute mal mit, und was wir da alles so erleben werden, werdet ihr dann ja sehen. Wie ihr seht, sind hier ganz viele Schafe vor allem und Hühner, und auch ein paar sehr aggressive Gänse und Tothähne. Ja, da hört ihr sie schon. Und die sind immer noch den ganzen Tag nur am Mampfen, haben sehr, sehr schönes, weiches Fell, aber schon sehr verfilzt. Ja, die können hier frei rumlaufen und sich des Lebens freuen. Na, ihr seht, die haben auch alle Nummern. Ich habe jetzt noch die Geschichte nicht erfragt, aber anscheinend sind das alles gerettete Tiere. Das sieht man vor allem bei den Hühnern, die sind auch zum Teil sehr, sehr lediert hier angekommen, zum Teil ohne Federn. Und jetzt ist viel nachgewachsen, aber zum Teil auch nicht vollständig. Ah!
So, wir gehen jetzt zu den Kühen. Alle zusammen. Ich bin gespannt, das gibt's doch Kühe. Ich war mir eine Weile nicht sicher, ob die Kühe haben oder nicht. Jetzt zeigt uns Sabine mal die Kühe. Jetzt hat sie mich voll angesammelt. Ah, okay. Jetzt müssen die beiden Möhrchen. Ah, ich bin direkt weg.